Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich eine richtig geile kleine News für euch. Und zwar wurde heute confirmed, wann der neue Dragon Ball Film kommt. Ihr wisst ja, dass in Japan jetzt der Broly-Film startet, also Dragon Ball Super Broly. Und der in einem anderen Kanon spielt. Und vom KC wurde jetzt bestätigt, dass dieser Film wenige Wochen später hier in Deutschland läuft. Ich persönlich hätte mir zwar einen weltweiten Start irgendwie gewünscht, aber natürlich ist das mit den Lizenzen nicht immer so einfach. Deswegen ein bisschen Toleranz sollte da schon sein, ne? Aber Spitzenleistung, dass es wenige Wochen nach dem Release in Japan hier schon ist. Und zwar kommt das Ganze am 29. Januar in die Kinos, original mit Untertiteln, so wie sich die meisten immer wünschen. Wer wird denn schon in deutscher Synchro? Wobei, der erste und der zweite Film, der hat mir von der deutschen Synchro schon richtig gut gefallen, weil die Originalsprecher dabei waren, Timmy Morgenstern und so weiter und so fort. Ansonsten freut euch auf den Film. Geht hier in den Film, schreibt es mir in die Kommentare und ist das nicht geil, dass jetzt auch bald confirmed ist, oder es wurde jetzt schon confirmed, dass die Serie weitergeht? Also als Anime. Geil. Und wenn ihr wollt, dass Animes weiter in Europa groß werden und immer mehr in die Kinos kommt, geht ins Kino, nutzt dieses Angebot, nutzt Streamingdienste. Mein Appell an euch. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns demnächst wieder beim nächsten Video, wann immer es nötig ist. Sayonara. Ciao.